Genau, wenn dann alle eingerichtet sind, legst du dich auf deinen Rücken, die Beine weit von dir gestreckt, die Arme weit von dir gestreckt, deine Handflächen schauen nach oben, die Füße sind ungefähr hüftbreit, die Zehen fallen locker auseinander. Wenn du jetzt hier merkst, das ist mir im Rücken unangenehm, dann stell deine Beine auf, lauf deine Füße bis zur Außenkante von deiner Matte, lass deine Knie ganz locker aneinander fallen und genieß dann so einfach das Shavasana. Das geht auch. Genau. Und dann heb nochmal deinen Kopf an und lass ganz sanft Wirbel für Wirbel wieder absinken. Schultern ganz entspannt. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen kannst du in die Erde sinken, dich erden, dich verwurzeln und entspannen. Dann bring die Konzentration auf deine Zehen und auf deine Füße und entspanne deine Zehen und deine Füße. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Unterschenkeln und entspanne deine Unterschenkel. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Schenkeln und entspanne. Auch deine Hüfte liegt jetzt ganz entspannt auf dem Boden auf. Entspanne deinen Bauch, deine Brust. Entspanne deinen Rücken und wandere jeden einzelnen Wirbel, deine Wirbelsäule entlang vom Steißbein bis zu deinem Nacken. Hier angekommen, entspanne deine Schultern, lass deine Schultern tief in den Boden sinken. Entspanne deine Oberarme, deine Unterarme, deine Hände und jeden einzelnen Finger. Wandere deine Arme wieder entlang bis zu deinen Schultern, lass deine Schultern nochmal los. Entspanne deinen Nacken, deine Kopfhaut, glätte deine Stirn von innen, entspanne den Bereich zwischen deinen Augenbrauen, deine Augen, die kleinen Muskeln um die Augen herum ganz entspannt, dein Kiefer ganz entspannt. Dein ganzes Gesicht ist jetzt ganz entspannt und sorgenfrei. Dein ganzer Körper, von deinen Zehenspitzen bis zu deinem Scheitel, alles ganz entspannt. Und jetzt spür mal, wie du hier auf dem Boden auffliegst. Spür mal, wie du auf der Unterlage auffliegst. Und wie sich dein Körper anfühlt. Und wie sich dein Inneres anfühlt. Und jetzt stell dir vor, du könntest dich von oben betrachten. Jetzt in diesem Moment, wie du hier liegst, kannst du dich von oben sehen. Du bist hier im Raum, in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Und siehst dich von oben. Was kannst du sehen? Und jetzt stell dir vor, du könntest 10 Meter weiter hochfliegen über dein Haus oder deine Wohnung und könntest jetzt diesen Bereich von oben betrachten. Du kannst
die Nachbarschaft sehen, die Nachbarsgärten oder was auch immer sich hier befindet und deinen Wohnbereich von oben. Was kannst du hier sehen? Und dann stell dir vor, du könntest noch weiter nach oben schweben und kannst jetzt dein ganzes Dorf oder deine ganze Stadt von oben betrachten. Schau dich mal um, was kannst du hier sehen? Betrachte einfach mal die Menschen, die Tiere, die Natur, alles, was du hier sehen kannst. Was ist da los? Und dann stell dir vor, du könntest noch etwas höher steigen, bis du dein ganzes Land und die angrenzenden Länder sehen kannst. Und jetzt schau dir an, was hier los ist. In deiner Vorstellung, was ist hier im Moment los? In deinem Verständnis, was kannst du sehen? Und jetzt steig noch ein bisschen höher, bis du die ganze Welt überblicken kannst. Stell dir einfach vor, das würde gehen. Das ist jetzt gar kein Problem für dich. Du kannst jetzt die ganze Welt überblicken. Und jetzt schau dir die ganze Welt von oben in deinen Augen an. Was kannst du sehen? Wie ist die Welt? Was passiert hier auf dieser Welt im Moment? Und jetzt stell dir vor, wie diese ganze Welt sich ganz plötzlich in Frieden befindet. Auf der ganzen Welt herrscht Frieden, auf einmal, ganz plötzlich. Und du kannst es sehen, von hier oben kannst du das sehen, wie auf einmal Liebe, Glück, Harmonie, Frieden, Glückseligkeit auf der ganzen Welt sich verbreitet. Wie alle Menschen sich in den Arm liegen, wie alle Menschen feiern, wie jeder Mensch auf einmal nett zum anderen ist. Auf einmal ist Frieden auf dieser Welt. Schau dir an, wie sieht es aus? Was kannst du sehen, wenn auf der ganzen Welt Frieden ist? Und um diesen Frieden auf der Welt zu erreichen, musst du jetzt ein bisschen tiefer sinken und du siehst wieder dein Land und die angrenzenden Länder. Und du kannst auch hier sehen, wie Frieden herrscht zwischen den Ländern. Es gibt keine Grenzen, alle leben in Glückseligkeit, alle leben in Frieden, in Liebe, in Harmonie, in Gesundheit miteinander. Jeder Mensch lebt überall auf der Welt, wo er will und ist willkommen überall, wo er sich wohlfühlen mag. Jeder Mensch ist hier auf dieser Welt willkommen. Und um diesen Frieden in deinem Land zu erreichen, sinkst du jetzt noch ein bisschen tiefer und siehst wieder deine Stadt oder dein Dorf von oben und siehst auch hier, wie alle Menschen in Glück, Frieden, Harmonie, Freude, Gerechtigkeit miteinander leben, vor allem in Gesundheit, leben alle Menschen glücklich miteinander. Sie tanzen, liegen sich in den Armen, freuen sich alle ihres Lebens. Und um diesen Frieden in der Stadt zu erreichen, sinkst du jetzt noch ein bisschen tiefer und kommst wieder in deiner Nachbarschaft an. Und du siehst auch hier,
wie in deiner Nachbarschaft Frieden herrscht, wie du im Winter deiner Nachbarin hilfst, Schnee zu schippen, im Sommer mäht dein Nachbar dir den Rasen, ihr macht Fester, die Familien feiern zusammen, am Geburtstag wird Kuchen rübergebracht, die Kinder spielen glücklich auf der Straße miteinander, alle liegen sich gesund in den Armen und es herrscht Frieden und Gesundheit vor allem. Stell dir das vor. Und um diesen Frieden in deiner Nachbarschaft zu erreichen, sinkst du jetzt noch ein bisschen tiefer und kommst wieder in deiner Wohnung, in deinem Haus an und schaust jetzt deine Liebsten an. Deine Familie oder wenn du vielleicht alleine lebst, dann einfach deine engsten Freunde. Und schaust dir an, dass euer Verhältnis wirklich ganz liebevoll ist, voller Glück, bedingungslose Liebe. Und um das zu erreichen, sinkst du jetzt wieder tiefer, wieder in deinen Körper hinein und schaust in dein Herz hinein. Und du siehst, wie du voller Frieden bist, voller Liebe, voller Akzeptanz, voller Glückseligkeit, voller Selbstheilungskräfte. Und es ist so, dass wenn du im Kleinen beginnst, wenn du bei dir beginnst, dann kannst du im Großen was erreichen. Man sagt ja auch im Kleinen wie im Großen oder im Großen wie im Kleinen. Und deswegen sollten wir alle erstmal bei uns beginnen und den inneren Frieden in unserem Herzen bringen. Und dann spür mal kurz nach, was das jetzt mit dir macht, ob es überhaupt was mit dir gemacht hat. Wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Spür deinen Körper. Vielleicht magst du nochmal entspannen, jeden einzelnen Muskel. Und dann vertiefe ganz langsam deinen Atem wieder. Atme bis in deine Fingerspitzen ein, bis in deine Fußspitzen. Ganz langsam kommt wieder Leben in deinen Körper zurück. Du kannst mit dem nächsten Einatmen deine Finger bewegen, deine Füße bewegen, deine Beine bewegen, deine Arme bewegen. Reck und streck dich. Wenn du magst, kannst du gähnen. Und wenn du so weit bist, dann leg dich nochmal auf deine rechte Seite. Und atme hier nochmal den Frieden ein, den inneren Frieden, die Akzeptanz, die Dinge nur so ändern zu können, indem du anfängst, in deinem Inneren die Dinge zu ändern. Und dann streck dein linkes Bein aus, nimm deine linke Hand und drück dich, wenn du bereit bist, ganz rückenschonend nach oben zum Sitzen. Genau, lass dir Zeit. Und dann bring deine Hände nochmal vor deinem Herz zusammen und reib deine Handflächen aneinander. Ganz fest. Wenn du jetzt noch liegen bleiben willst, dann ist es auch kein Problem. Bleib einfach in Shavasana liegen. Ganz warme Hände. Und dann leg deine Hände auf deine Augen. Spür nochmal die Entspannung. Und dann fang ganz vorsichtig an, mit deinen Fingerspitzen deine Augen zu massieren.
Wandere weiter zu deiner Stirn. Zu deinen Schläfen. Zu deinem Kiefer. Zu deinem Nacken. Und am Schluss noch die Kopfhaut, den Kopf ein bisschen massieren. Und dann streich nochmal über dein Gesicht, über deine Arme, über deinen Körper, über deine Beine. Streich alles weg, was du jetzt nicht mehr gebrauchen kannst. Nimm deine Hände nochmal vor deinem Herz zusammen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Lebewesen in Liebe, Frieden, Harmonie und Gesundheit miteinander leben. Möge ich mit meinen Gedanken, mit meinen Worten und mit meinen Taten dazu beitragen. Om Shanti Shanti, Om, Om Frieden, Frieden, Om. Und dann verbeug dich vor dir selber und bedank dich bei dir selber, dass du dir heute was Gutes getan hast. Und ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich für eure Energie und dass ihr so schön mitgemacht habt und bedanke mich auch bei der Technik, dass die geklappt hat.